Richtung Ampel, Dienst auf Pole, Eriksson 2, dahinter Zimmermann in der dritten Position, Start ist freigegeben, das ging ganz, ganz schnell. Und da sehen wir, dass Dienst sich an der Spitze zunächst mal nicht halten konnte. Da ist Eriksson auf der Innenseite durchgerückt, sehr schnell ging die Ampel da aus und Eriksson biegt als erster. Auch wenn im Bereich mal überhaupt keinen Platz mehr gelassen. Schiebt sich da mit dem weißen Renault Clio ein bisschen an Kai Jordan an und wird von dem rumgedreht.